Liebe Schwestern und liebe Brüder, am vergangenen Wochenende konnten wir zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den Gottesdienst zusammen mit der Gemeinde feiern. In allen unseren Pfarrkirchen war der Gottesdienst, 6 heilige Messen haben wir gefeiert und es waren insgesamt ungefähr 120 Leute, 120 Gemeindemitglieder dabei. Ich habe mich persönlich total darüber gefreut, endlich wieder die Gemeinschaft nicht nur zu wissen, sondern auch zu sehen und zu spüren. Das war wunderbar. Aber so schön das auch war, es fehlten immer noch welche. Normalerweise kommen am Wochenende ungefähr 700 Menschen zusammen, um zu feiern. Und selbst wenn die 700 Menschen zusammenkommen, es fehlen immer noch welche, weil viele nicht kommen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir sind trotzdem miteinander verbunden, selbst wenn wir nicht da sind. Unser Feiern, unser Singen, unsere Gemeinschaft, die endet nicht einfach an den Kirchenmauern oder an der Tür, sondern unser Beten und unser Singen, unser Feiern durchdringt die Mauern. Und das kommt auch auf die ein oder andere Weise, manchmal ganz unbemerkt, auch zu den Menschen, die gerade nicht mitgefeiert haben. Man kann sich unsere Gemeinschaft vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so eine Kirchenorgel hier vorne. Bei der Kirchenorgel ist es wie bei der Kirche an sich auch, nicht? Die größten Pfeifen stehen immer vorne, aber ganz viele von denen sieht man nicht. Aber wenn sie nicht da wären, wäre der Klang nicht gut. Nur wenn wir alle zusammen klingen, nur wenn die Großen und die Kleinen, die Jungen und die Alten, alle Möglichen miteinander diese Gemeinschaft bilden, erst dann wird der Klang bei der Orgel gut und unsere Gemeinschaft wird groß und schön und vielfältig. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich wünsche uns allen, dass wir das immer spüren, was Jesus im Evangelium am Sonntag sagt: Ich bin mit meinem Vater verbunden und ich bin mit euch verbunden und ihr seid mit mir verbunden. Wir könnten es noch weiter fassen und sagen, wir sind auch untereinander verbunden. Dass Sie das merken, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen aus Holpe, Ihr Pastor Tobias Zöller.